Willkommen zum letzten Tag mit Topics King Dino Raid Raptor Deck. Im letzten Part haben wir ein bisschen Feintuning betrieben. Mal gucken, ob sich das auszahlt. Peluche Animal. Oder wie immer man das aussprechen soll, keine Ahnung. Ich kenne das Wort nicht. Okay, wir dürfen nicht anfangen, aber wir haben eine Ash. Muss reichen. Spielen gegen Fluffle. Die wird nicht reichen. Okay. Noch ein Toy-Wender im Grave. Ach, den hat er. Wir müssen Wing Effect ashen. Ja, weil der zieht am meisten. Richtig. Klar, den hat er. Jo. Den Toy-Wender im Grave, den hat er sowas von. Also es gibt natürlich Hand-States, bei denen der Ash auf diesen Toy-Wender den Zug beendet, aber das Risiko geht man nicht auf. Goddammit. Schade. Okay, dann gibt's wohl keine Ash mehr. Dann halt nicht. Warte, dann müssen wir jetzt das ashen. Ist besser wie nix, ne? Ja. Dann ashen wir jetzt das. Weil, jetzt kriegen wir dann eh einen Frosch ins Gesicht und dann ist Asche wurscht. Genau, jetzt kann er das natürlich machen, weil, ne, wie gesagt, jetzt ist Asche wurscht. Oh. Wenn jetzt die letzte Handkarte nicht gut ist, wird das Frosch Pass. Ja. Ja, der Dolphin hätte ihm halt jetzt sonst den Wing reingelegt. Ja, klar. Ah, das ist tot. Der scheint gar nicht so viel zu haben, wie wir gedacht haben. Und wir haben. Okay, jetzt haben wir Exodia. Also theoretisch. Wir müssen noch, auf den Frog Negate aufpassen. Wie viel geht schief, wenn wir jetzt einfach Fossil Dig machen? Gar nichts. Jetzt einfach Fossil Dig tut niemandem weh. Entweder er macht die Toad und dann liegt da ein Tyranno oder er macht's nicht und dann geht's sowieso weiter. Ja, genau. Also können wir es auch genauso gut zünden. Weil in dem Moment, wo wir Ovi normeln, kann er den Frog ja quasi nicht mehr machen. Basically. Ja. Passt, dann haben wir einen Ovi. Sobald wir den normeln, kommt halt der Miskin hinterher, wenn er den negieren will. Ja. Aber wir haben Ovi und wir haben Misk und Baby. Oh, das macht. Oh, so macht man das aber nicht. Nein. Also der Plan an der Stelle ist, wenn man den Gegner dann schon so weit kommen lässt. Also Fossil Deck durchgehen zu lassen, da kann man ja für argumentieren, ist um Gamma rumgespielt. Tyranno? Weil wir haben ja Baby und schon alles. Da können wir mit der Pille was anderes holen. I guess. Ja. Achso, ja. Jo, macht das. Also Fossil Dig nicht zu machen, kann man ja noch sagen, man hat um Gamma rumgespielt. Aber dann darf man nicht Oviraptor negieren, sondern immer den Misk im Grave. Man negiert immer den Misk im Grave. Immer. Ja, weil den kann man negieren. Oviraptor versuchen zu negieren, da pokerst du ja quasi darauf, dass wir den Misk nicht gezogen haben. Weil dann und nur dann funktioniert das. Ich meine, klar, können wir auch theoretisch nochmal für einen Baby-Switch gehen, um den extra Stock zu haben? Könnten wir, ja. Brauchen wir den extra Stock? Ist nee, andere? Der liegt im Weg. Nee, ich glaube, der liegt nur im Weg. Ich glaube, gut, wir können den Riesenrex aus der Hand ja nicht holen. Also wir müssen jetzt eh irgendeinen Billow-Viech nehmen. Nächsten Misk ja, oder sowas. Misk. Nächsten Misk. Ja. Und den hier benchen wir dann irgendwann mit der Pille oder so. Genau. Und weiter geht's, Standard-Kombo. Ja, okay, wo ist der Faustrix? Incoming absolute Dino-Standard-Kombo. Ja. Jetzt, spätestens jetzt, sollte das erste Fragezeichen leuchtend rot im Gesicht des Gegners stehen. Kam noch nicht.
Ja, nur weil es im Gesicht des Gegners steht, muss er es ja nicht in den Chat schreiben, das Fragezeichen. Na, guter Punkt. So, ja. So, erst Wing, ne? Wobei, das ist ja gar nicht die Reihenfolge. Nein, ist es nicht. Den Wing brauchen wir gespecialt und den Strangle brauchen wir gesearched. Stimmt, so rum war's. So. So, jetzt dann müssen wir Pille, machen, um an den extra Viererstock zu kommen. Genau. Und du. So, und ja, du. Ja, Pankratops. Sind wir auch gleich noch flexibler, falls wir irgendeinen Blödsinn abräumen müssen. Und so, der Pankratops kann jetzt halt abhauen, falls wir die Zone brauchen, wir es irgendwie verkacken. Mhm. Also nicht, dass wir jemals sowas verkacken. Wir doch nicht. Nein. Dann so, nächster so Boss. So, nein, noch nicht. Ah, man hätte jetzt zum Beispiel den Raider Swing abklemmen können. Statt dem Rex. Ja, stimmt, das wäre cleverer gewesen. Das wäre richtig gewesen. Ja gut, der fliegt ja eh noch weg. Noch verkacken. So. So, nein. Und du. Ja, Soul Shave. Genau. So. Wiederholen. Soul Shave kann ja direkt für Infinity gehen. Ne, stimmt, das können wir direkt machen. So, nein. Einfach nur auch wegen Sicherheit. Nicht, dass wir dann ganz am Ende den Nibiru ins Gesicht kriegen. Muss ja nicht sein. Dann kann der Infinity mal Omnomnom machen gehen, denke ich. Ja, schadet ja keiner. No. Also doch, schadet. Ja, dann Linkoribo so, für... Ja, Linkoribo für Badish. Wir müssen auch nochmal gucken, dass wir nicht allzu lang mit unserem Essen spielen. Du weißt, weil der faktisch tot ist? Ja, also es reicht ja, wenn wir bis 8k zählen. Ja, also jetzt noch Special Dene im Endeffekt, dann ist er tot. Ja. Also machen wir das jetzt einfach. Machen wir das doch. Ja. So. Du noch nicht. Vielleicht brauchen wir dich noch. Oh, ich hätte den Oviraptor rausgeschossen. Na gut. Weil das Baby kann man ja, kennt man ja theoretisch. Also, es gibt eh keinen nächsten Zug. Like, what the fuck? Ja. Ja, genau. There we go. Wie gesagt, man muss es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen, wenn der faktisch tot ist. Ja. Wir hatten einen Monster-Negate, an dem kann nichts mehr kommen. Wie das halt immer so ist mit Going Second. Es reicht, wenn man 8k Schaden aufs Board legt. Man kann auch 15k hinlegen, aber 8k reichen. Also wenn der jetzt das Deck spielt, wird's lustig. Ja. Gucken wir in den Pot. Ich meine, auch ohne Oviraptor geht hier etwas. Ich denke, wir gucken in den Pot, oder? Weil Mist-Effekt ist wichtiger. Misk-Effekt bringt uns ins Spiel, weil wir Misk-Baby haben. Ja, der hier braucht nur eventuell was. Also, ja, genau. Also jagen wir den Pot in die Ash. So, also Secure Gardner. Warte, diesmal wollen wir Lagia oder Dolka halten. Dann halten wir Dolka. Ja, ich glaube, wir wollen Dolka behalten. Der hat viele Monster-Effekte. Es kann durchaus passieren, dass wir hier auf nur auf Dino Axis Pass enden. Kann auch sein, dass er ein völlig anderes Deck spielt, ne? So, Duala. Ja, aber es kann grundsätzlich sein, dass wir hier auf Dino Axis Pass enden. Auch das ist korrekt. Okay. Das ist ein Oviraptor. Das ist ein Oviraptor. Okay, jetzt haben wir massive Stonks. Droll, ja. Jetzt haben wir nicht mehr so massive Stonks. Ist richtig. Ja, wobei... Wir können halt nicht adden. Special geht trotzdem. Also, das ist durch. Müssen wir nicht. Ja, ja. Schreib mal kurz in Chat irgendwie Think, weil das jetzt. Jetzt müssen wir einmal kurz überlegen, wie wir den Zug jetzt spielen. Also. Also, wenn wir Ovi benutzen, dann können wir mit. Also, pass auf, wir können Ovi Normal Giant Tracks reinlegen. Misk discarden. Ja. Misk-Effekt für 2 für Baby. Ja, dann aktiviert sich der Giant Rex kommt wieder. Kommt.
Dann haben wir aber keinen Dino mehr im Grave. Das ist doof. Nee, dann haben wir keinen. Also gehen wir für den. Moment, der 1er Dino darf aber seinen Effekt nicht aktivieren, wenn wir Droll kassiert haben. Stimmt. Das heißt, der darf es sowieso nicht benutzen. Das heißt, wir könnten. Wird es das Play mit dem Baby. Ja. Weil das ist. Dann enden wir auf Dolka. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir hier Negate legen können, die ich sehe. Wir brauchen eine Negate. Dann Normal Summon Oviraptor. Ja. So, ja. Nein. Giant Drax, wo bist du? Ja. Dass ich auch noch auswählen darf. Ja, die werden das ja nicht extra umcoden. Es gibt manche Sachen, die dann automatisch passieren, wenn ich nicht auswählen kann. So, 2. So wie Alistair, der dir einfach eine Invocation in die Hand drückt. Kleines Baby. Aber das große brauchen wir vielleicht noch. Wir kriegen sie eh nicht getriggert. Richtig. Und daher gibt es sich nicht so viel. So, ja. Warte kurz. Wir könnten, hypothetisch, die hier holen, mit dem hier einen Redoer machen, Redoer benutzen und dann Oviraptor schießt Baby, holt Giant Drax zurück und holt dann Dolka. Ja. Das geht, oder? Das müsste gehen, oder? Oviraptor lesen. Ja. Ja. Dann machen wir das. Machen wir das. So, aber es muss der Redoer sein, weil das ist das einzige, ich sieh's mal, was einfach Material abhängen kann, weil Droll. Richtig. Der geht ja auch nicht, ne? Ne, der braucht Zettel im Friedhof. Es muss Redoer sein. Ja. Und Redoer will jetzt dann bitte auch nur ein Material abhängen. Und zwar nur das Monster. Er banished sich dann zwar und die Trap landen trotzdem im Grave, aber die Trap wollen wir nicht aktiv als Material abhängen, weil sonst nee, dann müsst ihr ja keine Kindersicherung. Dann müssten wir. Doch, er hat eine Kindersicherung. Okay. Okay, dann wäre sowieso wurscht. Da können wir die Trap gar nicht abhängen. Ja. So. So. Okay, jetzt wäre es natürlich in Retrospektive doch besser gewesen, den Großen zu holen. Ja. Damit wir jetzt einen Pankratops hätten aus dem Deck holen können, aber dafür hätte man mitdenken müssen. Dann holen wir einfach einen Mist, aber den für den nächsten Zug. Ja. Dann würde ich sogar den Oviraptor liegen lassen, falls der überlebt. Kann ja passieren. Weil von allen drei macht der auf dem Feld noch am meisten. Der liegt aber auch in der Attack. Ja, ist richtig, aber wenn an dem Punkt, wo der uns umbringen kann, wird der Oviraptor in der Attack den Unterschied nicht machen. Okay. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Kann falsch sein. Ja. Nee. Nee, ich würde gerne Mist liegen lassen eigentlich, denke ich. Okay. Oder? Warum ausgerechnet den? Gerade der soll doch... Nein, Entschuldigung, der nicht. Dann würde ich Giant Drax liegen lassen. Okay, das ist dann, das kann man sich verargumentieren. Ja. So, Dolka aber trotzdem, man hat das ja nicht normal zusammen Ovi und Angriff macht. Ja. Hat Dolka nicht 2k hinten? Ne, 1,7. Redoer hat 2k hinten. Redoer hat 2k hinten. Set, dass die böse aussieht. Je nach Kontext. Kann die nicht sogar in, das Ding haben wir gekickt, ne? Ja, den haben wir gekickt. Ja, dann Set go. Ja, gut. Aber was soll die sonst machen?
War damit also hätten wir mitgedacht, wäre der Giant Rex da, der da liegt, ein Pankratops. Ja. Beziehungsweise wäre mir das Play eingefallen, bevor wir die Standardrotation gemacht haben. So, ja. Schnapp dir die Karte bitte. So, bitte nicht Dolkan. Monster. Okay, dann kann er immer abhauen. Was ist das? Oh! Speedroid. Speedroid. Natürlich. Okay. Nein! Du willst dir mal bitte keinen Terror-Top suchen. Ganz bestimmt nicht. Und da ja Dolka fairerweise nicht once per Chain ist, kann der sich sogar selber vor Gamma beschützen. Aber er hat nicht mal ein Gamma. Ah, Talents hat er. Das hat. Ja gut, das war dann kind of obvious. Ja klar, wenn der das in den Dolka schmeißt, muss der irgendeinen Backup haben. Er übernimmt, ich würde sagen, wir chainen den Redoer und flippen ihn raus. Ja. Weil sonst negiert er den einfach mit Dolka. Nein, bitte nicht negieren. Ja. Er kriegt ja Dolka nur bis zur Endphase, deswegen müssen wir das jetzt auch nicht mit Dolka dann selber über den Haufen negieren. Und weil das nicht diesmal ist, kann es nicht wegsynchron. Ja, stimmt. Weil das klassische Speedroid-Deck ist, hat er keine Möglichkeit, das Ding loszuwerden. Außer in Apollosa vielleicht. Was er die so random drin hat. Wenn das Deck ist, was wir kennen, dann hat er keine Möglichkeit, es loszuwerden. Richtig, weil das Gummiband braucht ein Windmonster für sein Linkmaterial. Ja. Was er übrigens jetzt hat. Also, das Gummiband. Ja, ja, klar. Aber wir wissen ja, Gummiband alleine tut's nicht. Er braucht doch einen Extender auf der Hand. Ja. Und für wirklich viel braucht er zwei Extender. Ja. Es reicht normalerweise. Es gibt eine Menge Karten, die es ihm jetzt als letzte Karte auf der Hand ermöglichen, dass hier noch eine Menge Blödsinn passiert. Richtig, weil nahezu jede Karte im Deck ein Extender ist. Okay, schau mal, was er rollt. Er hat Normal Summon schon raus. Also, ja, aber er hat ja noch eine. Richtig, die eine hat er noch. Er hat, okay. Double Yo-Yo, dang it. Das ist die schlimmere Variante. Musst du hier nur nicht einen Empfänger specialen? Nein. Okay. Ein Speedroid. Dann war das. Ja, war das. Aber irgendwer, wer war das, an der einen Empfänger specialen musste? Daiko Duke. Nee, ich meine, es gab auch einen, der auf Normal Summon einen Empfänger gespecialt hat, oder? Nein, Daiko Duke banishst du um einen Tuner aus Hand oder aus Hand. Ja, ich weiß, was Daiko Duke macht. Ich hab nicht von Daiko Duke. Das ist der Einzige, der eine Tuner-Beschränkung hat. Sicher? Und Taketon Borg, wenn er sich wegtributet, muss einen Tuner aus dem Deck holen. Okay. Die anderen sagen Speedroid. Okay, die Frage ist jetzt halt nur, was kommt jetzt alles? Zwei Crystal Wings alleine bringen uns ja nicht um. Eigentlich schon. Weil wir sind das 1000 off. Ja, aber. Ne? Bringen uns um im Sinne von. Wir kommen dann da nicht so. Wobei, wir haben den Dolka. Hm. Eben, der kommt ja wieder. So, also jetzt kann. Ach, der G. Ach, der stimmt, der spielt das ja ein bisschen. Der spielt das ja so. Ja, schauen wir mal, das wird jetzt ein Hagoita. Vielleicht. Ich habe die Kombi gerade nicht auswendig im Kopf, aber Hagoita kam ziemlich früh. Mhm. Aber auf jeden Fall können wir mit absoluter Gewissheit sagen, wenn wir Pankratops geholt hätten, hätte das genau nichts geändert. Weil der wäre im Dolka gelandet. Ja, weil das war das Erste, was er gemacht hat. Ja. Nee, halt, stimmt nicht. Mit Pankratops hätte das geändert, dass wir, wenn wir einen Dev geholt hätten, hätte das geändert, dass wir jetzt tot wären. Weil der 0 hinten hat. Genau. Na, Pankratops hätten wir aber einen Attack geholt. Guter Punkt. Wie viel hätte Chambara denn jetzt gestiefelt? Weiß ich nicht, aber anscheinend wären wir dann 100 oft gewesen. Naja, er stiefelt mit Jojo über Dings drüber und dann geht Chambara für 4-6 plus 1000 sind 5-6 plus 2-3 sind 7-9. Ja, sind 7-9.
Dodge Dead Bullet. Dodge Dead Bullet. Mit Lagia wäre aber platt gewesen. Andererseits hätte Lagia Talents. Mit Lagia wäre eh alles anders geworden. Ja, weil Lagia hat erstens nur einen Schuss. Und zweitens kann Lagia Würde nicht annullieren. Und dann hätten wir sowieso ein völlig anderes Problem gehabt. Nee, eigentlich nicht. Valagia kann die Wünde nicht annullieren, hat der Terror Top Special den Terror Top, dann negieren wir die Summon vom Terror Top und dann kriegen wir dann das Talents um die Ohren gepfeffert. Ja, aber dann hätte er noch den. Da ist nur der Chambara. Er hat sich entschieden, dass es wahrscheinlich trotzdem das beste Play ist. Mhm. Oder ihm ist noch was eingefallen, wo die 100 Schaden herkommen können. Holy shit. Wenn wir irgendein anderes Monster liegen, wenn wir das anders gebaut hätten, wenn wir entweder Oviraptor oder Misk liegen gelassen hätten, wären wir jetzt tot gewesen. Glaube ich. Weil Misk hat so wenig hinten, dass der Rubberband-Shooter drüber latschen kann. Und Ovi lag bei einer Attack. Hätte Ovi gelangt? Das ist die Frage, ob Ovi dann überhaupt gelangt. Aber dann ist die Frage, ob Ovi dann gelangt hätte. 500 plus 1000 sind 5. Sind 1,5 plus 4,6 sind 6,1 plus 1,4,7,5. Nee, hätte nicht gereicht. Ja, gut, aber der killt uns jetzt nicht. Wir kriegen den Dolka wieder. Wir haben einen Misk im Friedhof. Wir können eine Pille holen. Ja, schon, ne? Also. Hätte er da kein besseres Play machen können? Weil ich meine, die Mathematik hat er ja betrieben, ne? Er wusste ja, dass es jetzt nicht reichen wird. Ja, ja. Wäre der nicht irgendwie auf den Negate gekommen? I don't know. Er kann auf jeden Fall jetzt nicht in Auroradon Blödsinn gehen. Genau. Ja, wir kriegen mal unser Dolka wieder. Wer die Firma dankt. Genau. Ja, dich brauchen wir jetzt nimmer. Ah, noch ein Monster. Ja gut, der hat fast nur Monster. Für wie viel kann der? Wir gehen für 1, um den Kroko zu holen, der das Baby kaputt. Ah ja, klar. Wir wollen eine Pille haben. Ja. Ja, das ist Game. Ja, sag ich doch. Durch egal was, weil die eventuelle Handtrap können wir mit Dolka annullieren. Und der Würfel, der einen Angriff nickt, ist nicht im Friedhof. Richtig. Den spielt ja auch keiner. Weil der kann ja nichts, außer einen Angriff zu annullieren. Ja. Ansonsten ist er in jeglicher Hinsicht schlechter. Wir haben einen Non-Dino im Friedhof, oder? Frage für einen Freund. Im Notfall sorgen wir gleich dafür, dass einer im Friedhof liegt. Okay. Jetzt haben wir erstmal einen Oviraptor. Ja. So, ja. Oder weißt du, warte, was? Wir haben keinen Non-Dino im Friedhof, wir suchen jetzt den Tyranno. Ja, genau. Weil dafür guckt man ja vorher einmal nach. Ich wollte gerade fast gesagt haben, wir könnten ja über Link Kuribo in Dings gehen, aber den CQ-Garten haben wir actually aus dem Extra. Nee, wir hätten dann schon sowas machen müssen wie aktiviere Redoer, negiere Redoer. Oder Link Kuribo und dann mit Ofenraptor, Link Kuribo und Redoer in Badish. Das wäre auch gegangen. Damit der Redoer im Grave liegt. Aber das wäre auch sehr umständlich gewesen. So, ja. Halt, warte, kannst du noch abbrechen? Ja, nee, kann ich nicht. Schade, weil dann hätten wir nämlich erst in Link Kuribo gehen können, um den Platz für Giant Drakes frei zu haben. Na gut, bashen halt die Babys. Ja. Wir haben noch eins im Deck. Ist das Game? 2,5 sind 2,1 sind. Sollte. Ja. Rums plus Rums plus Rums gleich ganze Menge. Ja. Wäre noch irgendein Effekt, den wir gerade nicht auf dem Schirm haben? Ich werde gerade auch nervös, aber ich sehe. Ich meine, wir haben ja noch den Dolka, also alles gut, aber. Ja. Ich wüsste auch nicht, welcher Speed heute an der Stelle lustige Handeffekte hätte. So, natürlich nicht Dolkan. Außer Menko, aber den spielt er nicht.
Heißt der Menko? Ja, ich glaube. Ja, der alles in Dev dreht. Ja. Ja, der ist Menko. Glaube ich. Den spielt man aber halt nicht, weil der sonst nichts kann. Ich meine, wir reden ja von dem Typen, der uns ein Dino Rage Raptor Deck geschickt hat. Also, passieren kann ja alles. Aber das Deck kann was. Guter Punkt. Ja, GG. Hier. Zwar auch 100 off, aber wir haben ja noch Sachen. Das war aber haarscharf. Danke. Das war haarscharf. Das war haarscharf. Ja, ja, es war genau so scharf. Ich glaube aber nicht, dass wir da irgendetwas anders machen können für eine bessere Situation. Und wie wir schon vorgerechnet haben, hätte der Pankratos. Wobei, also wir können mal kurz rechnen, wenn der Pankratos eine Attacke geholt hätten, wären wir dann gestorben. Dann hätte er den Zug anders spielen müssen, weil er dann, weil sein Board, das er gebaut hat, hatte ja keinen Stock, dass ein Pankratos fertig geworden wäre. Der Stimmt. ist ja 2-6, der ist ja ein Stock. Stimmt, der hat ja gar nichts, was drüber gekommen ist. Also dann hätte er seinen Zug von Anfang an anders spielen müssen. Was vielleicht dafür gesorgt hätte, dass wir einen Crystal Wing in der Fresse haben. Boah. Was die Frage, warum er das nicht sowieso gemacht hat. Weil es hat ja offensichtlich nicht gelangt und er wusste, dass es nicht langt. Aber hätte er für Crystal Wing gehen können? Ich meine, der Targuita-Play funktioniert doch trotzdem, oder? Der hatte nicht genug für den zweiten Tuner nicht. Er hatte nicht genug für Doppel-Crystal Wing, aber. Er hatte den zweiten Tuner nicht. Stimmt, der hatte keinen Daiko. Und keinen anderen Tuner, sodass er auch mit Taketomog nicht für Daiko gehen kann. Weil eigentlich ist ja einer der beiden, die du mit dem Rubberband machst, der Daiko. Ja, ging aber in dem Fall nicht, weil er den Search gebraucht hat. Weil wir ihm. Ja, weil der Dolga ihm halt die Ding verhindert hat. Gut, andere Frage. Mal angenommen, er hätte mit dem Talents 2 gezogen und dafür die Dolga liegen gelassen. Hätte das funktionieren können? Weil potenziell kriegt er bis zu 2 Monster-Effekte, die wir negieren wollen und nur einen negieren können. Unwahrscheinlich. Wir haben ihm die Wünsche negiert, das heißt, dass er Taketombor. Das heißt, wenn er mit Talents nicht gerade Taketomborg nachzieht, zieht er irgendeine Normal Summon. Also muss er irgendeine Normal Summon spielen. Und da wir ja wissen, wie das Deck funktioniert, negieren wir ihm immer die Normal Summon über den Haufen. Scheißegal, was es ist. Ne? Wir hätten ihm eine Normal Marble Machine über den Haufen gejagt. Wir hätten ihm die Normal, die jetzt die er gehabt hat, die den Token beschwört, hätten wir ihm über den Haufen negiert. Wir hätten ihm jede Normal über den Haufen negiert. Ja gut, aber dann hätte er es doch so machen können, dass er Normal Summon Tetherwolf macht. Wir negieren den. Dann Talents und dann Wynn aus der Hand. Für einen Terror-Top aus der Hand. Weil dann ist ja sein Feld wieder leer. Oder Dolga zerstört auch nach dem Negieren. Ja, genau. Das heißt, Tetherwolf Normal, wir müssen den negieren, er stirbt, Talents. Kann dann zum Dolga klauen oder kann 2 Karten ziehen, keine Ahnung. Wahrscheinlich den Dolga klauen. Und dann hat er den noch Wünden auf Terror-Top. Ja. Ja. Und dann muss er auch nicht den Terror-Top mit dem Rubberband suchen. Ja, so hätte ich es auch gemacht wahrscheinlich. Ja. Tetherwolf, wenn wir das nicht negieren, Link bauen, Link-Effekt aktivieren, dann negieren wir allerspätestens das. Und dann Talents und dann die Olle. Oder sagt ihr, du darfst keine Monster kontrollieren. Ja, tust du ja auch nicht mehr. Da sollten wir das negiert haben. Doch, du kontrollierst ja das Talents-Monster. Du kontrollierst ja dann den Dolka, weil du das Talents ja gezündet hast. Ach so, stimmt. Was sagt die Würden? Die sagt, was die sagt, ist egal. Terror-Top klappt an dem Punkt nicht mehr. Ja, stimmt. Stimmt, das ist der Haken. Stimmt, dann war das der Haken. Das heißt, er hätte es dann so machen. Dann musste er es so machen. Weil er hätte dann nach dem Tetherwolf auch keinen zweiten Effekt mehr, um den zweiten Dolka negiert rauszubeten. Ja. Okay, stimmt, dann ging's doch. Gut, dass wir den Dolka im Extra-Deck gelassen haben. God bless. Gut, dann bewerten wir mal. Jo.
So, das hier war das ursprüngliche Deck. Und das hier haben wir draus gemacht. Wie bereits am Mittwoch mehrfach erörtert, das ist mehr oder weniger Feintuning. Das Gros war ja schon relativ gut ausbalanciert. Ich glaube aber, so langt's. Was die Engine-Karten angeht. Du hast doch Fail-Saves. Aber so ein Nibiru kann halt schon mal gut kommen. Ja, ich glaube, dass es so besser ist. Nibiru natürlich wahlweise durch andere Handtraps ersetzen, ist ja, ja klar. Je nachdem, gegen was du glaubst, was du spielen musst. Ja, aber ich denke auch, dass es so mehr Sinn macht. Sowohl extra als auch Main. Anyway. Ja, dazu haben wir schon alles Mittwoch gesagt. Was man aber abschließend sagen kann, dafür, dass das nur aus einem April-Chat entstanden ist, muss man sagen, das funktioniert echt überraschend gut. Du hast im Endeffekt ein 100% reines Dino-Deck und ersetzt alle Sachen wie Dark Ruler, Cosmic Cyclone und so einen Scheiß durch Kali Yuga, Infinity und hast du nicht gesehen und Bums und bla. Mhm. Also ja. Du bist ein bisschen Brick-anfälliger als normales Dino, obviously, aber den Trade kann man nehmen. Es ist auf jeden Fall lustig, aber wir haben fairerweise natürlich auch nicht noch nicht durch ein anständiges Board durchspielen müssen und machen wir uns mal nichts vor. Richtiges Dino ist einfach besser darin, durch krasse Boards durchzuspielen. Das ist natürlich auch richtig. Also mit krasse Boards ist gemeint wahlweise 5 Interrupts vom Dragonlink oder die eine Winder von Shadow. Krasse Boards halt. ja, die eine von den beiden ist Pure Dino besser, einfach weil Pure Dino den Cosmic Cycle in Main hat gegen das Gizm und das Dark Ruler gegen das 5 Interrupt Dino Board, durch das du wahrscheinlich mit dem Deck nicht durchspielst. Nee, erst im zweiten dann. So viele Extender hast du nicht. Von daher ja, es ist lustig und einen guten First Turn zu haben, falls du aus Versehen mal, also einen guten First Turn zu haben, ist jetzt an sich nie verkehrt für den Fall, dass man aus Versehen mal First geschickt wird. Aber das ist halt irgendwo. So, ja, stimmt, so kannst du dich auch noch sehen. Das ist im Gegensatz zu Dino. Dino hat ja einen guten First und einen guten Second, auch wenn es eigentlich eher Second gehen will. Ja. Tust du dir halt die Power Balance auf einen All-Out First Turn shiften? Und dafür halt was an sich halt schlechter ist, weil Pure Dino hat halt den Vorteil, dass es Blind Second ist. Und Blind Second bedeutet halt, dass du quasi 90% deiner Würfelwürfe gewinnst. Ja, weil du 50% gewinnst du den Würfelwurf und darfst entscheiden. Und und beim Rest wird zu 90% der Gegner sagen, ich geh first. Ja, weil wir sind jetzt halt wieder so in der Meta, wo halt viele First-Turn-Combo-Decks rumlaufen. Das heißt, jetzt sind Blind-Go-Second-Decks wieder echt gut. Beziehungsweise, das Go-First-Deck legt jetzt kein VfD mehr hin. Ja. Deswegen kann man durch First-Turn-Bots wieder durchspielen. Ja, so kann man es auch sehen. Ja, so ist es halt. Ja. Aber das meinte ich nicht. 5 Interrupts vom Drakeling ist ja okay, dem kann man Dark Ruler in die Fresse schmeißen und dann passt es. Aber Virtual World war halt, ja. Ja, vor Virtual World gab es ja auch schon mal eine Zeit, wo einfach ein Haufen Blind Go Second Decks rumgerannt sind. Ja, eben, vor Virtual World. Und dann während Virtual World halt nicht. Und du deswegen halt nicht davon ausgehen konntest, dass du immer Second gehen wirst. Jetzt kann man auch nicht wieder immer davon ausgehen, aber halt, wie die Regel so ist, du kannst meistens davon ausgehen. Also, ja, deswegen, also, es ist natürlich schlechter als Pure Dino, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber Pure Dino ist ja auch ganz oben. Aber es ist auf jeden Fall cool. Pure Dino ist gut. Es ist nicht ganz oben, aber es ist gut. Ja. Also, ein gutes Pure Dino, der könnte hier 14 Punkte kriegen. Keine 15, aber es könnte 14 kriegen. Ich denke schon, ja. Ja. Das hier nicht, aber 13 kann das hier kriegen. Es ist lustig, es macht Spaß, es kann ordentlich rausknallen. Ja, es ist nicht ganz so gut. Ja. Und Ovi Misk hat man halt gesehen, ne? Wenn man ein guter Dino-Spieler ist, dann zieht man halt einfach Ovi und Misk und das ist halt Exodia. Oder wie in unserem, Fall Ovi, Misk und Baby, sodass du den Tyranno suchen kannst. Ja. Dann ist man halt einfach ein guter Dino-Spieler, dann hat man einfach dieses Deck verstanden. Ja. So ein Verständnis hat nicht jeder, aber wenn man es hat, dann hat man es. Ja.
13 Punkte hierfür. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem weiteren Deck von euch. Kommt für alle Infos auch auf den Discord. Man sieht sich dann.